Ja. Wie fangen wir an? Ganz einfach. Du bist gerade in der Vorbereitung. Vorbereitung auf ein Fotoshooting. Ja, 66 Kilo im Moment. Angefangen bei 61? 61 Kilo. Mitte Dezember. Gut, und jetzt geht erstmal noch die Aufbauphase bis Ende März? Bootcamp. 24. März. Und dann geht es in die Reduktionsphase. Das heißt, dann wird das freigelegt, was drunter steckt. Und das Ende endet bei. Da oben ist er. Der Fotograf Ingo. Ingo Kreml. Am 18. Mai. 18. Mai. Das heißt, er hat ja gute 7 Wochen Zeit. Und da wird eine Körperfett darunter gefahren auf ein sogenanntes Fotoshooting Minimum. Das ist ja dann wenig. Angestrebt sind definitiv 8% erstmal. Wenn es weniger, dann ist es toll. Aber 8% Körperfett ist auch gut für ein Fotoshooting. Man muss beim Fotoshooting jetzt nicht zu ausgezehrt aussehen. Aber wenn halt anstatt 8 nachher 7 sind oder 6, dann ist es halt so. Oder 4 oder 3? Das wird ein bisschen eng. Also 8 sind ganz klar safe, die sind machbar. Tendenziell 7. Wenn es gut läuft, 6. Aber beim letzten Mal, da waren, beziehungsweise für den Urlaub, da haben wir ja gemessen, war ich dann letztendlich bei 7,6%. Mhm. Angefangen bei 13. Da war halt noch Wasser drin. Ja. Das Wasser muss auch noch raus. Also genau. Lass euch einfach mal überraschen, eigentlich eine besondere Herausforderung ist, dass genau dann, wenn es Bootcamp anfängt, dass dann die Ernährung angepasst werden muss. Das bedeutet, im Bootcamp gibt es Salat und als Beilage leckeres Gemüse. Und wäre ich jetzt ein Veganer oder was? Nein, du bekommst alle 2 Tage 100 Gramm Hähnchenschinken. Überleg mir das immer. Nein, jetzt sag mal, wie läuft es wirklich ab? Ja, ist ganz einfach. Jetzt im Moment bist du natürlich im Kalorienüberschuss, weil du natürlich wie viel ungefähr? 2,5? Ja, du bist an den trainingsfreien Tagen bei ca. 2,4, 2,5 und bei den Trainingstagen bist du bei über 3000 Kalorien. Zwischen 3 und 3,2. Und das bei 1,65 Meter Körpergröße und jetzt im Moment 66 Kilo. Klar, wenn wir dann im März sind, wird das Ganze erstmal. Ups, da wird jemand davon umgefallen. Wird erstmal reduziert um ca. 400 bis 500 Kalorien. Ja, das wird für 2-3 Wochen so bleiben und dann nach 2-3 Wochen schaut man dann auf die Körperfettwaage visuell, wie es aussieht, dann wird nochmal reduziert. Trainingsplan wird umgestellt, im Moment trainiert der gute Cedric Pit Force. Wie ich finde, das geilste überhaupt. Ja, es gibt für Pit Force gibt es immer nur entweder extrem geil oder extrem scheiße. Naja, mal als Beispiel, ich hing ja ewig lang bei 80 Kilo fest beim Kreuzheben. Und jetzt bei Pit Force, ich habe angefangen Mitte Dezember bei 80 Kilo, genau. Mhm. Bin jetzt bist du bei? 115. 115 Kilo. Pit Force heißt, mit einem Gewicht, wo du normalerweise 8 Wiederholungen sauber ausführst, solltest du mindestens 10 bis maximal 20 machen. Er macht jetzt zwischenzeitlich 20 Wiederholungen mit 115 Kilo. Nach jeder Wiederholung hast du eine Pause von mindestens 4 bis 5 bis maximal 20 Sekunden. Zusätzlich hat sich jetzt das daraus ergeben, dass er nicht nur 115 20 Mal heben kann, sondern die Power ist so weit gestiegen, dass er jetzt einmal heute 160 Kilo gezogen hat. Blätter mal kurz das Video ein und da geht noch was. Da geht nach oben, ist da noch Luft. Auf jeden Fall. Hat auch einen Grund, warum wir die 160 gemacht haben. Ja. Wann geht denn der Video hier online? Ja, jetzt nächsten Tage. Also ja, da kann nicht zu viel verraten. Genau, dürfen wir nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, jetzt auch an euch, die gerade zuschauen, ihr solltet einfach mal ragecage.tv bei Facebook eingeben zum Beispiel oder bei Instagram und dann guckt mal, was da abläuft. Momentan gibt es noch Mini-Infos, aber 1. März, da knallt's. 1. März. Freunde, und ich mache euch jetzt schon mal, ich gebe euch jetzt schon mal einen ganz wichtigen Tipp. Da könnt ihr mit dem Sixpack oder mit einem tollen Arm oder mit Gymnastik oder mit Dehnen, Stretching, mit, wie nennt man das andere da? Wie heißt denn das auf dem komischen Brett? Diese Gymnastik da, wie heißen die? Da gibt's Aerobic? Da. Nein, keine Aerobic. Gibt es das überhaupt noch? Das gibt es noch. Aerobic gibt es nicht mehr. Jane Fonda gibt es auch nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Wie heißt denn das? Das ist mit so einem Brett. Geht man auf dem Brett und macht so komische Bewegungen da drauf. Ich weiß nicht, ist ja egal. Mit Kumpel. Ja, das, wie heißt das?
Auch Rüttelplattengymnastik findet. Vibrationsplatten. Bringt nichts. In dem Moment mit einer Vibrationsplatte könnt ihr vergessen. Genauso. Ihr könnt euch mit Stromschlägen maltratieren, wie ihr wollt. Mit Stromschlägen hat das Ganze ein bisschen was zu tun. Aber nur Stromschläge auf dem Kopf. Ja, und halt nicht so diese Stromschläge. Die normalen dosierbaren Stromschläge, sondern extreme Stromschläge. Also 230 Volt plus. Das tut weh. So, und also nur so viel, es ist keine Weicheiergymnastik. Es ist nichts für Schattenparker, nichts für Bausparer, Freunde. Ich meine, wir haben hier gerade das Video eingeblendet von Kreuzheben von heute. Ich sag mal, so ist da nicht... Ja, wir müssen aber dazu sagen, wir waren hier noch schon noch sehr verhalten. Ja. Weil vorne ist Publikum, Verkehr, vorne ist meine Mitarbeiterin, liebe Susanne, die denken, wir haben nicht mal alle Tassen im Schrank. Aber das ist da, mit dem Rage Pits ist das das Minimum. Da ist, ja, lasst euch überraschen, geht einfach mal vom Schlimmsten aus, oder? Und noch. Einfach vom Schlimmsten noch einen oben drauf setzen. Genau. Okay? Also, haben wir noch was? Wie es abläuft, hat man vielleicht... Wie die Ernährung aussieht? Supplemente, welche Supplemente? Supplemente hast du natürlich einmal ein Whey-Protein. Nein, im Moment hast du Kreatiston. Ein All-in-One-Formular. Wenn ihr es nicht kennt, das ist ein All-in-One-Formular. Und viele sagen, es bringt nichts und das anabole Zeitfenster ist ein Scheißdreck. Das bringt Arsch hinten. Alter. Guck mal, was er gezogen hat. Das bringt echt eine Menge. Da ist Feuer dahinter. Und dann hat er noch Whey als Zwischenmahlzeit. Wir haben extra Whey genommen, weil es ein bisschen verdaulich ist von Darm. Weil viele schreien jetzt, warum nehme ich kein Casein? Weil er Whey nimmt, weil er es sich leisten kann. Mein Gott. Nee, schmeckt ganz einfach besser. Ja. Das ist Geschmackssache. Einmal das. Kreatin. Kreatin sowieso zum Aufladen. 4 Gramm Kreatin plus, dass er ordentlich Power im Training hat. Und das war's im Moment schon. Ja, BCAAs. Hast du BCAAs im Stand? BCAAs? Nö, du hast einen Überschuss kalorienisches, brauchen wir gerade nicht. Ab und zu, wenn es im Training mal, wenn ich merke, ist ein bisschen schwach. Ein Booster. Kleinen Booster. Grüntee und Guarana. Speed können wir sagen. Also nicht hier, sondern Speed, Grüntee und Guarana. Und dann gibt es zwischendurch auch mal, wenn wir wieder lieferbar haben, den sogenannten Acro-Shot. Noch nicht probiert, oder? Nee. Boah, der ist so geil. Acro-Shot ist richtig geil. Den machen wir dann mal in 170 Kilo. Bei 170 Kilo gibt es einen Ort Acro-Shot, doppelte Portion. Aber dann gehen es sofort 180 Kilo. Echt? Ja. Dann machen wir es bei 180. Und Ernährung ist... Alles drin, Reis drin, Nudeln drin, Kartoffeln drin. Ich esse tatsächlich auch jeden Tag dasselbe. Ja, das liegt daran, weil er keine Küche hat. Noch nie. Nee, ich werde auch danach dasselbe essen. Weil es einfach und schnell geht und es schmeckt geil. Ja, das ist tatsächlich so, dass man natürlich, wenn man im Business busy ist, dann hat man nicht noch die Zeit, 28 verschiedene Gerichte zu machen. Und somit macht man es sich auch relativ einfach, was auch nicht wehtut, wisst ihr auch warum. Weil man mit dem Essen nicht verhungert. Du, ich koche mir immer für 4 Tage Reis vor. Hört ihr gut zu? Genau, für 4 Tage Reis vorkochen. Tiefkühlgemüse, vielleicht mal einen riesen Mythos aufklären. Tiefkühlgemüse ist ja total schädlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Man soll das halt nicht tiefgekühlt essen, sondern vorher auftauen. Genau, also ganz einfach bei mir immer ist mittags Hähnchenfleisch. Ab und zu, wenn ich keinen Bock auf Fleisch habe, dann gucke ich halt mit einem Nährwertrechner und ersetze das Fleisch zum Beispiel durch Eier. Zum Beispiel. Oder du hast ja auch Tofu. Du hast auch Tofu drin, oder? Ich esse gerade Tofu. Ich esse gerade Tofu. Für mich? Nein, aber ich esse gerade Tofu. Ich habe das gerade, meine Frau hat es geholt, Bio-Tofu. Mhm. Und sie hat es reingemacht und ich habe es gegessen und dachte nur so ein Essen, naja, du denkst jetzt halt gerade einen Tofu. Und dein Gehirn hat auf Tofu... Kein Bock. Ja, da blendet sofort so ein Vorschlaghammer ein. Aber ich habe es dann gegessen und ja... Das ist okay, das kann man essen. Und wisst ihr, was das Sensationelle ist? Wenn ihr richtig Hunger habt, dann schmeckt es richtig. Ey, dann schmeckt es okay. Sogar blankes Hähnchenfleisch. Dann ist es alles easy. Dazu muss man aber gesunden Hunger haben. Aber wenn du zwischendurch das Wertvolle der Milch mit den Wertvollen der Nüsse gegessen hast, dann hast du auf sowas keinen Bock. Dann hast du auch keinen Bock drauf. Aber auch Soja geht, würde gehen. Dann hast du hast Rindfleisch drin. Du hast also Eier. Bei mir früh ist immer Trainingsfeiertagen Omelette, 2 Volleier, 2 Eier. Ey, klar, genau. Mhm. Ich mache dann immer noch so ein paar Nüsse drauf, einfach irgendwie Champignons, Tomaten oder so, aber damit der Magen so ein Gemüse, Lauch, genau. Als es reinpasst. Aber damit du ein bisschen satt bist und auch für Mikros. Genau, bei dir noch, ja. Weil Mikronährstoffe, nicht Mikrowellenherz, sondern Mikronährstoffe. Genau, also Mikronährstoffe. Genau, jetzt. So, dann Zwischenmahlzeit, 50 Gramm Nüsse, da Walnüsse, also die... Walnüsse, Paranüsse, Cashew hast du keine. Nee. Walnüsse, Paranüsse, Mandeln. Mandeln, genau. Dann mittags, wie gesagt, Gemüse, Hähnchenfleisch oder Eier mit Reis. Reis unterscheidet sich, glaube ich, 50 Gramm an trainingsfreien Tagen. Mhm.
Dann nachmittags wieder dasselbe, ein Shake und 50 Gramm Nüsse. Mhm. Und dann abends mache ich mir meistens Salat mit ein bisschen Hähnchen. So, das könnte aber jetzt, dass ihr denkt, das muss jeder so machen. Er hat in seinem Ernährungsplan, könnte auch Nudeln nutzen, er könnte Kartoffeln nutzen, er könnte Äpfel nutzen, er könnte Dinkelkörner nutzen, er könnte abends Fisch essen mit Gemüse, er könnte abends Rindersteak essen, er könnte abends Omelette essen. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist okay. Wenn jemand damit klarkommt, ist easy. Aber ich habe jetzt gerade einen Coachie, der war vorher bei einem anderen Coach und sagt, Andreas, das, was ich jetzt bei dir mache, das kann ich 100 Jahre machen. Ja, das, was stimmt ich bei, das, was ich bei meinem Coach fair gemacht hat, das ist mir schon nach 2 Wochen aus dem Hals rausgehangen, weil es nur Hähnchenfleisch gab, Blumenkohl, Brokkoli und ganz wenig Reis. Zum Frühstück gab es ein Eieromelett mit 10 Eier. Ich denke, Alter, 10 Eier, ist der verrückt? Ich sage, du bist ja keine 3 Meter groß, was brauchst du? 10 Eier? Ja, und ich durfte kein Salz nehmen, kein Gewürz. Dann sage ich, was? Kein Salz und kein Gewürz? Ich denke, wie kommt er auf die Idee? Warum sagt er, das hat er zu mir gesagt, du hast das gemacht. Ja, da sage ich, ey Kollege, du brauchst 4000 Milligramm Salz am Tag. Und was macht ein Gewürz aus? Ein Gewürz hat doch gar keine, Gewürz ist kein Ketchup und kein Mayo, bitte, ja? Nur zur Info. So ein Gewürz ist Pfeffer. Pfeffer, Paprika, Oregano, Chili. Zwiebeln, getrocknete Chili, was es da alles gibt. Das hat keine Kalorien, zumindest keine merkbaren Kalorien. Kannst du reinmachen. Und somit sagt er jetzt, Andreas, das schmeckt alles so geil und jetzt kommt es noch besser. Er hat davor in einem halben Jahr nichts abgenommen. Mhm. Nichts, null, nichts. Ich habe den Ernährungsplan gesehen, ich weiß ja, warum er nichts abgenommen hat. Mit 10 Eier am Tag wird es morgens zum Frühstück mit einer fast 700 Kalorien wird's eng. Mittags mit 250 Gramm Reis wird es eng und abends nochmal 200 Gramm Reis wird es eng. Läuft. Und das als Person mit 35% Körperfett. Wird schwierig. Auf jeden Fall, jetzt hat er schon 2 Kilo abgenommen. Siehst du, wie einfach geht's. So einfach kann es sein und das Ganze auch sehr geschmackvoll. Mit bisschen Fantasie kannst du da geile Gerichte kreieren. Geile Gerichte, da habe ich was. Stimmt. Geile Gerichte. Jetzt, wo du sagst, auch mal nochmal, ihr müsst nicht den ganzen Tag Blumenkohl, Brokkoli, trockenen Reis und furztrocken gekochten Fisch essen. Müsst ihr nicht. Warum? Wisst ihr auch warum? Weil es Mr. T's Kitchen gibt. Genau. Es gibt ein Buch, Mr. T's Kitchen, und da habt ihr 47 der köstlichsten Gerichte drin, die dir helfen, dass du einen knackigen Arsch kriegst und ein Sixpack. Was dir aber im Rage Cage nichts hilft. Da helfen dir nur Eier. Das Gute an den Rezepten im Kochbuch ist, die sind halt total schnell zu machen, einfach zu machen und ey, die schmecken so geil. Das Wichtigste war im Kochbuch, und zwar, ich sage euch, warum es einen Unterschied gibt zwischen Kochbuch und Kochbuch. Es gibt Kochbücher. Es gibt viele Kochbücher. Es gibt richtig geile Kochbücher. Ey, die sind so geil. Da ist allein der Umschlag vom Kochbuch ist so mega. Das ist bei uns aber auch. Ja, aber es gibt Kochbücher, die haben einen Umschlag, da haust sich von den Socken. Die haben ein fettes Papier. Die haben Bilder drin, die sind so geil. Aber wisst ihr, was daran scheiße ist? Die stehen im Regal rum. Richtig. Die stehen im Regal und keiner macht's. Warum? Weil du allein für die Einkaufsliste brauchst du erstmal 5 Tage. 5 Tage, bis du alles hast, weil du überall in verschiedene Geschäfte musst und dann kochst du es nicht. Dann machst du es super. Was habe ich vom Kochbuch? Wenn es im Regal steht. Und die oberste Gebot bei unserem Kochbuch war schnell, einfach gut, genau. Fertig, Schluss und gesund. Ey, wir haben einen Caipirinha drin. Wir haben. Da gibt es ein Gericht drin. Ich kann euch garantieren, wenn ihr das Buch aufschlägt, ihr seht es sofort, weil das Ding springt dir in die Fresse. Du machst das Ding auf, fupp, hast du komplett das Rot im Mund, ein Glas, Rot. Der Erdbeertraum. Der Erdbeertraum. Also wir haben da, ich glaube, 10, 15 wirklich richtig geile Desserts, nochmal 10 verschiedene Frühstücke, teilweise auch vegan und vegetarisch. Ja, also ist auch mit dabei. Also ihr braucht jetzt schon wieder jammern, ich habe nichts für mich, ich habe nur Fleisch. Alter, ist für irgendwas drin. Eine Freundin von mir hat vor kurzem das Kochbuch gekauft tatsächlich. Mhm. Hat mich 2 Tage danach angeschrieben. Hat tatsächlich gesagt, ey, Cedric, das ist so geil, weil in den meisten Kochbüchern gibt es keine veganen Rezepte. Und hier im Moment in der Fastenzeit, sie ernährt sich zum Großteil im Moment vegan und die hat sich so gefreut, weil so viele vegane Rezepte drin sind. Also an dieser Stelle, Anna, liebe Grüße. Genau, und es ist ein gemischtes Buch, für jeden etwas drin, weil wir haben nichts gegen Veganer, wir haben nichts gegen Fleischesser, wir haben gegen Vegetarier. Jeder nach seinem Dünken. Dünken, ja, das heißt tatsächlich, ich glaube, also Dünken, jeder nach seinem Dünken. Cool. Das ist ein Spezialausdruck, da bist du noch zu jung. Nein, das kennst du nicht. Da musst du ganz viel Bücher lesen. Okay. Je nach deinem Dünken ist ein altdeutscher Ausdruck.
Ich hoffe, dass ihr jetzt keine Scheiße da redet. Egal. Nee. Nachgucken, googeln. Ihr schreibt rein, wenn Dünken stimmt, dürft ihr mich feiern. Wenn nicht, könnt ihr maulen. Ja. So, das war's jetzt. Reicht jetzt. Reicht jetzt? Ich habe jetzt die Schnauze voll, weil wir drehen jetzt schon seit 13 Uhr. Seit 13 Uhr hier. Viertel vor 7. Social Media Content. Ganz viele Infos für euch. Ganz viel Content. Solltest du auch noch. Das kannst du hier in Karlsruhe sehen. Ja. So, ich habe die Schnauze jetzt voll. Ich gehe jetzt nach Hause und habe Hunger. Auch, aber ich muss noch eine Stunde fahren. Scheiße. Tja, hätte er sich einen gescheiten Wohnort ausgesucht, aber er wollte unbedingt in der Pampa wohnen. Tja, was soll ich machen? Du kennst den Begriff? Ja, nicht hier Rammstein. Doch. Du kennst den Begriff Karlsruhe, ne? Karlsruhe ist Karlsruhe, ja, da wo ich wohne, Karlsruhe. Ja, Karlsruhe, da gibt es aber halt nur Kerle, ne? Ja, da gibt's. Für mich als 20-jährigen Single ist das ein bisschen... Moment. Hast du nach dem tatsächlich geguckt, oder? Alter, das gibt's ja gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Der hat sein Wohnort rausgesucht, weil es dort mehr Weiber gibt. Nein. Ich wohne nämlich direkt an der Grenze zu Frankreich. Und ich bin halb Franzose. Und jetzt hat er die ganzen französischen Singlefrauen mit reingerechnet. Genau. Ey, du hast ja das Ganze schön gerechnet, oder? Ich hab's realistisch, sehr optimistisch und sehr zu meinen Wohnort. Alter, manche Menschen gehen in einen Wohnort, weil es dort vielleicht schön ist. Nein, Cedric guckt, wie viele Singlefrauen da rumlaufen. Alter, mach das Ding aus. Ja, da wenn das ein Mensch mitkriegt. Stopp! Aus!